Hallo Welt, ja, da sind wir wieder. Hier an einem Wasserloch. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich Wasser ist, aber es hat gebrannt vorhin, deswegen meine ich, also in der letzten Folge, und deswegen meine ich, vielleicht ist das Gas oder sowas. So, es gibt hier Ölmänner und es gibt Sklaven. Die Sklaven, die haben nichts verbrochen. Die sollen wir in Ruhe lassen. Nur die Ölmänner nicht. Wir wissen aber nicht, wer ist. Also müssen wir das erstmal herausfinden. Schlägertyp. Okay, das hört sich nach Ölmann an. Heißt zwar Schlägertyp, ist aber vielleicht ein Ölmann. Na, könnte das ein Ölmann sein oder eher ein Sklave? Ich tippe mal vorsichtig auf Sklave. Dort. Psst. Sklaven sind friedlich. Weiß er denn, wie viele Ölmänner da sind? Sklaven sind also die mit den gelben Lampen. Ölmänner sind die mit den hellen Lampen. Und wir sind die, die die Lampen auspusten. Wenn wir rankommen. So viel Wasser. Können wir nichts trinken? Das verleiht uns vielleicht Zauberkräfte. Das war einfach. Waffenwechsel. Haben die etwa wieder Hunde da? Naja, was man so Hunde nennt, oder? Hat er ein Glück? Jetzt wissen schon alle Bescheid. Gib uns unsere Messer zurück. Mach das aus. Aus. Wo ist das andere Messer? Oh, ja, eins ist weg, glaube ich. Okay. Ihr leuchtet mit dem Scheinwerfer, damit wir was sehen. Ja, okay, ich verstehe so langsam. Wir brauchen ja mehr als einen Wagen. Wir haben ja da so eine Lok, so eine ganze Dampflok, die braucht ein bisschen mehr Wasser.
Das ist ein Sklave. Ich bin mir nicht sicher. Steht auf jeden Fall ganz still da. Wie jetzt? Keine Waffe? Echt? Was? Okay, vielleicht kann das Ding ja was. Oh, echt? Ist das ein Schrotgewehr, oder? Halte durch! Ich geb dir Feuerschutz! Aha. Ja, versuchen wir mal so ein Schrotgewehr hier. Wir müssen unsere Messer noch wieder kriegen. Ich halte sie auf, Bastion! Geh du zu diesem Hebel! Auf zum Hebel! Nimm das, Arschloch! Unsere Messer. Oh, hey, das sieht gut aus. Wir sind tot! Nein! Vor 3 Minuten? Da waren wir ja noch unten. Die haben hier Schweinehunde. Oh, diesmal ist er nicht da. Diesmal ist er hier. Dieses Miststück! Aufpassen, Jungs! Was ist das? Da unten! Seht ihr das? Du kannst dich vor mir nicht verstecken! Ah, verdammt! Was zum... Du meinst, du kannst dich verstecken? Aber nicht mehr lange! Nicht mehr lange! Das sieht so aus, als könne das Gewehr mehr, das er da hat, aber das ist das Ding, das wir in der Hand halten gerade. Sklaven, oder? Das sind alles Sklaven, okay. Psst, verratet mich nicht, ja? Ich hole euch alle raus. Werf doch! Dann aber schnell. Hey. Ui. Matschig. Hier ist hinüber. Ich halte sie auf, Bastion. Geh du zu diesem Hebel. Okay, das mit dem Schleichen können wir wohl vergessen, ja? Auf zum Hebel. Nein.
Naja, ein bisschen langsam das Ding, aber sonst kann auch ganz schön Krach machen. Ja, gefällt mir. Hier ist kein Hebel. Ich bin hier falsch. Ist zwar lustig, aber nicht sehr effektiv. Wo ist denn unser... Wir hatten noch einen Sniper. Wo ist denn das geblieben? Na, dann nehmen wir eben das hier. Wo ist denn das Sniper-Ding? Oh, ich kann mich nicht dran erinnern, dass ich das ausgetauscht hätte hier. Mach doch das aus! Ach Mann! Wo ist das Messer? Ich will mich immer ducken und dann... Ach, Kerl! Wie ducke ich mich denn hier? X. Ich mach dich kalt! Ich hab ihn unter Beschuss! Auf ihn! Er versteckt dich! Oh, das sieht gut aus. Das nehmen wir jetzt. Okay. Nein! Mach das aus! Ich dachte aus! Irgendwas aus! Mach das aus! Mach das sofort aus! Die sehen uns doch! Na, dann lass es an. Ah, Moment. Schikanieren.
Ach, der ist das. Ja, ich habe keinen Hebel gefunden. Du musst mir schon einen Tipp geben. So viel für uns, ja. Da stimmt doch was nicht. Naja, irgendwann muss es ja mal einfacher werden. Oh nein, wir hätten das Gewehr nehmen sollen, das sah gut aus. Naja, egal. Hey, hey. Wo ist der? Wo ist der Hebel? Hier ist nur Wasser. Angeblich. Vielleicht ist es aber auch Gas. Wird schon Wasser sein, oder? Moment mal. Tja, so viel zur Tarnung. Wenigstens haben sie ihre gerechte Strafe bekommen. Ach so. Moment. Dynastik, Magamiles. Ihr seid frei. Los, haut ab. Was machen die Sklaven denn jetzt? Danke, wo gehen sie hin? Das Faschistenlager in Moskau aus, oder? Die Mistkerle. Ich habe den Wagen bereits überprüft, er ist in Ordnung. Und hat genug Sprit im Tank, um uns bis zur Aurora zu bringen. Na los! Sie haben vielleicht Verstärkung angefordert! Ja doch, ich weiß doch nicht, wo der Hebel ist. Dann sag doch, wo er ist, wenn du schon weißt, wo der ist. Naja, macht das besonders spannend, oder? Ich wusste, wo weißt du? Was war das? Woher weißt du überhaupt was von einem Hebel? Und vielleicht ist es ja auch ein Knopf? Hier ist kein Hebel. Ah, vielleicht dem Pfeil folgen. Die hätten uns Pfeile überall hin malen sollen dafür. Ach, da ist ja ein Pfeil. Hm. Ah, das ist ja einfach. Ach, ist viel zu einfach hier mit Pfeilen überall. Was ist das? Autoreifen. Ich dachte, das wären Gewichte, Hantelgewichte. Ja, dann müssen wir wohl hier rüber. Hier geht's nicht weiter. Oh, ist das ein Sonnenschirm? Ah,
Ach, dann nehmen wir einfach diesen Hebel hier, oder? Tja, wir haben sie endlich abgehängt. Naja, wenigstens haben wir die Sklaven nicht verletzt. Tja, anscheinend verfolgen sie uns nicht. Es wird Zeit, wieder zur Aurora zurückzukehren. Prima. Genug von der Wüste gesehen, oder? Bist du müde? Darf ich fahren? Ruh dich etwas aus. Ausschwärmen! Sam, Anna, nach links! Los auf die Bahn! Sofort! Crest, dorthin! Umdrehen Sie! Umdrehen Sie! Sie bewegen sich die Straße entlang! Wir müssen sie über die Flanke angreifen, bevor sie ausschwärmen und hier eine Todeszone einrichten! Bewegung! Ich werde da! Die Straße lang? Wo? Welche Straße? Ich sehe hier Schienen. Hier ist die Straße. Hier ist Krieg, okay, liebe Welt da draußen, wir haben sie eingekesselt, wir haben sie umzingelt. Und in der nächsten Folge werden wir uns Stück für Stück darum kümmern. Und zwar so ungefähr. Ja, so ungefähr, vielleicht ein bisschen besser noch. Hey, wir haben doch unser Sniper-Ding, oder? Wo haben wir das auf einmal wieder her? Wir sind viel zu wackelig mit dem Ding. Moment mal. Warum sind wir so wackelig? Ach, es ist windig. Ja, okay, in der nächsten Folge werden wir uns hier schon durchschlagen irgendwie. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das ist einer von uns, oder? Der ist schon tot. Oh nein.
Hallöchen, mein Freund. Hallo, ich guck nur. Habt ihr großartig gemacht. So viel Freude nur wegen Wasser. Obwohl ich sagen muss, dass ich den Geschmack von Rost am Morgen schon liebe. Das schmeckt nach Sieg. Ach, arme Säue, wir haben sie total niedergemacht.